Ramoschi, das ist ja wirklich keine tolle Partie. Es gibt kaum nennenswerte Aktionen, es fehlen einfach Ideen. Bisher konnten beide Teams nicht wirklich überzeugen. Ich würde heute mal kein Fußballfest erwarten. Wow, wow, wow. Seht mal, wer da aus Hollywood zurück ist. Hey, verstehe ich das richtig? Du kommst extra für die Feiertage zurück nach England. Und du verbringst Silvester hier bei deiner Mom und guckst in der Glotze Fußball? Alex Hunter, Firebeast! Oh Mann, immer noch eine Labertasche. Ich sag's zwar nicht gerne, aber es ist schön, dich zu sehen, Mann. Oh, das weiß ich doch. Ich sehe mich ja täglich. Ah, bescheiden wie immer. Ah, hey, Danny. Sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Ah, hör auf. Wir sind Freunde. Es war verrückt. Erzähl mal, was los ist. Hä? Also, die Jungs gewinnen, das ist los. Okay, der Trainer meint, ich wäre schwächer als der Typ, den ich eigentlich ersetzen sollte. Keine Ahnung, seit dem Wechsel geht mir zu viel durch den Kopf. Alle gucken ständig auf mich und wollen, dass ich so werde wie Alex Hunter. Vielleicht gehöre ich einfach in die Meisterschaft. Hör mal, lass dir das bloß alles nicht zu Kopf steigen, Mann. Zeig einfach allen, was du kannst. Wer braucht Alex Hunter, wenn er The Williams hat? Ja, ich wollte dir eigentlich nichts sagen. Was? Oder deine Gefühle verletzen. Finde ich sehr gut. Ich runterziehen, gern geschehen. Zeig, was du kannst. Okay, lass uns losziehen. Ich zeig dir, wie es geht. Oh. Und damit willkommen zurück zu FIFA 18 The Journey. Wir sind zurück in Großbritannien und verbringen Neujahr bei unserer Familie. Und jawohl, hier gibt es das kleine Wiedersehen mit Daniel. Okay, jetzt. Na gut, hat nicht getroffen. Schade. Ja, okay, komm. Das ist, auch wenn ich jetzt nicht getroffen habe, das ist doch eigentlich relativ easy für Hunter, oder? Ah, ja gut. Wenn der vom letzten Versuch noch hier reingenommen wird, alles cool. Es kann doch nicht wirklich bei einem Tor bleiben, oder? Nicht euer Ernst. Ja gut, 1-0 gewonnen. Aber schöne entspannte Abwechslung mal. Oh, großartig, Mann. Du hast wohl einiges gelernt, während du weg warst. Ja, das bleibt halt nicht aus. Das war gut. Fast vergessen, dass Fußball Spaß macht. Das ist dein Problem, Mann. Ja, kann schon sein. Wo feiern wir denn Silvester? Ich kenne da einen Club. Oh. Hat gerade erst eröffnet. Aha. Da können deine LA-Clubs nicht mithalten. Wirklich? Na, das sollten wir noch herausfinden. Hört sich gut an, Partner. Ja, ein schönes Wiedersehen. Oh. Oh, komm schon, Mann. Ein bisschen früh, oder? Ich bin schon seit 5 Uhr wach, Mann. Cat muss Vorhänge ins Gästezimmer hängen. Ich muss den Handtuch nehmen, damit es dunkel wird. Oh, Jim, ist das Frühstück fertig? Jim! Wahrscheinlich hat er die Küchentür zu. Hey, Jim! Hey! Jim! Mann, was soll das? Schrei meinen Opa nicht so an. Zeig mal ein bisschen Respekt. Er wollte mir Frühstück machen. Mir knurrt der Magen, Mann. Ich werde mal nachsehen gehen. Hey, Jim! Hey, der hat doch einen Teller in der Hand. Hey,
Dad? In L.A. ist es mitten in der Nacht, oder? Ja, so ist es. Aber ich verhandle gerade mit Galaxy. Ein paar Top-Teams aus Europa haben Interesse an dir. Im Ernst? Wer denn? Atletico Madrid, PSG und Bayern München. Alex? Ja? Ja, ich bin noch dran. Versteh mich nicht falsch. Galaxy lässt dich nicht gerne ziehen, aber wenn solche Clubs anklopfen... Das ist der Hammer, Dad! Wie siehst du das? Ach ja. Ja, Ancelotti. Das war einmal. Ja, natürlich ist jetzt die Frage, wo gehen wir hin? Und, ja, einige Leute haben sich schon gegen Bayern München ausgesprochen. Aber das Ding ist halt, andererseits, mir ist es vollkommen egal, welchen Verein man unterstützt, ja. Und für dieses Format sollte man einfach mal ganz kurz seinen Stolz, dass man Fan von Verein XY ist, schlucken und sich freuen, dass Alex Hunter in die Bundesliga kommt und dass wir einige andere Bundesligamannschaften ebenfalls sehen werden. Und deswegen nehmen wir... Also gut, ich melde mich, sobald der Vertrag unterschriftsreif ist. Danke. Schon gut, bis bald, Junge. Warte. Und was ist mit dir und Kim? Was meinst du? Naja. Wie geht's weiter? Das kannst du nicht ernst meinen. Das ist Bayern München. Du wirst uns zu den Spielen mitnehmen, oder? Neuer, Müller, Lewandowski, komm schon! Ja, aber natürlich, wenn du Glück hast. Das ist ein wichtiges Gespräch. Sie hat wirklich recht. So eine Gelegenheit bekommt man nicht oft, Alex. Ich werde euch echt vermissen. Ja, wir dich auch, Junge. Hey, und räum endlich mal dein Zimmer auf. Hey! Ach. Danny? Hey, Danny! Danny! Ja, jetzt macht er dasselbe, was er quasi Danny vorgeworfen hat, dass er es nicht machen soll. Okay, Kapitel 4 war ziemlich kurz. Daran bin vor allem auch ich schuld, dass ich hier leider das Pokalspiel nicht gewonnen habe, aber ihr habt es gesehen, ich habe alles gegeben, es hat leider nicht funktioniert, trotzdem haben wir an jedem Training teilgenommen und ja, jetzt geht's weiter mit Kapitel 5 tatsächlich. Nein, wir wollen nicht der Ultimate Team spielen. Oh je, ist das jetzt so das typisch deutsche Wohnzimmer, was man sich vorstellt? In Bayern natürlich. Okay, krass. Vielleicht mal einen neuen Stil ausprobieren. Was beim Trikot anders gemacht werden könnte, wären zum Beispiel mal die Schuhe. Ah, jetzt haben wir... Moment, wir hatten noch davor Adidas-Schuhe, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, hatten wir Nikes oder Adidas? Nee, wir müssen Adidas gehabt haben. Wo ist Alex Hunters Figur? Hallo? Steht er da nicht immer im... Okay, gut. Ja, also... Rein optisch passt schon irgendwie. So, nehmen wir mal die neue Frisur. Och, hey, das sieht ein bisschen komisch aus, ist aber okay. Gehen wir weiter. Trikot. Immer noch das LA Galaxy Trikot, ne? Na, vielleicht will München uns gar nicht. Die Bayern, vielleicht sagen sie, nee. Vielleicht wurde der Deal von Uli Hoeneß hier eingetütet und der muss dann doch wieder irgendwo anders hin. Ein kleiner Scherz. Nicht, dass ich die Bayern-Fans noch trigger. Ich hab's ja schon gesagt, mir sind alle Vereine relativ lieb. Mir ist es eigentlich ziemlich egal, wer da wo ist. Tatsächlich bin ich in der Bundesliga größtenteils, ja, objektiv. Kapitel 5, Rückschlag. Ach, schön, dass du da bist. Wird schon werden. Aber ich kenne hier doch keinen.
Bist du sicher? Alex. Seinetwegen bist du hier. Dino! Seit unserer letzten Begegnung ist viel passiert. Aber dass ich hier bin, habe ich wohl deinen Leistungen in der Championship zu verdanken. Als du als Leihspieler zu uns kamst, hat uns das wirklich stark verbessert, nicht wahr? Ich habe dir auch viel zu verdanken, Dino. Das ist mein Agent, mein Dad. Mr. Hunter, endlich lernen wir uns kennen. Ihr Junge hat hier eine grandiose Zukunft. Alex ist hier in guten Händen. Alex, komm jetzt. Trainer, Presse, alle warten. Deine Ankunft hat hier einen ziemlichen, wie sagt man doch gleich, Medienhype ausgelöst. Oh. Andiamo. Danke, dass Sie heute alle hier sind. Es freut uns sehr, Alex bei uns begrüßen zu dürfen. Und jetzt zu Ihren Fragen. Ja? Alex, es heißt, Sie hätten mehrere Angebote europäischer Mannschaften gehabt. Warum sind Sie zu Bayern München gewechselt? Na gut, das wäre gelogen. Für mich ist das der nächste Schritt in meiner Karriere. Dafür gibt es keinen besseren Ort als diesen hier. Das ist der beste Fußballclub. Ich möchte dem gesamten Trainerteam danken für das Vertrauen in mich. Ihr werdet es sicher nicht bereuen. Ja? Es wird viel über Ihr Alter gesprochen. Wie gehen Sie als 18-Jähriger mit dem Druck um, der auf Ihnen ruht? Können Sie einem Club zum Erfolg verhelfen, der bereits aus dem Europacup ausgeschieden ist? Man darf sich einfach nicht beirren lassen. Klar, das sagt sich so leicht, aber diese tollen Nebenleute machen mir hoffentlich meinen Job einfacher. Wir haben Zeit für noch eine Frage. Okay, per favor. Ah, hinter Ihnen liegt eine turbulente Saison. Der Weggang aus der Premier League, der Einstieg bei den LA Galaxy, jetzt der Wechsel hierher. Wenn man sich Ihre Karriere und diese ständigen Wechsel anschaut, könnte man an Ihrer Loyalität zweifeln. Egal, wo ich spiele, ich gebe immer alles. Loyalität war für mich nie ein Problem. Solange mein Club an mich glaubt, bin ich glücklich. Okay, leider ist die Zeit um, Fine. Ich danke Ihnen allen vielmals fürs Kommen. Ziemlich nettes Detail, als wir die letzte Antwort gegeben haben, hat man im Hintergrund den Vater gesehen, wie er quasi mit dem Kopf nickt. Anscheinend gefiel ihm das, wie wir da reagiert haben. Und hier haben wir nochmal die ganzen Social Media Postings. Eieiei, das ist ja einiges. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir mal los gegen Hoffenheim. Und wir sind sogar in der Startelf direkt, krass. Und das bei Bayern München. Ja gut, also wenn die Leute meinen. Ja, also wie gesagt, das ist halt keine Präferenz hinsichtlich der Vereine, aber wenn jemand meint, mir trotzdem irgendwie deswegen, weil ich das in der Vergangenheit erlebt habe, sage ich es gerade an der Stelle, mir trotzdem Dislike zu geben, ist okay, ist eure Meinung, aber wie gesagt, ich finde es halt schön, das in der Bundesliga so zu haben. Er ist doch geil. Kann man sich nicht beschweren. Ich bin mir sicher, wenn es Dortmund gegeben hätte, hätte ich sicher Red Bull Leipzig genommen. Nee, Spaß beiseite. Jetzt sagt er, das heißt Rasenballsport. Ist mir auch vollkommen egal. Sowohl der Hate gegen RB Leipzig ist mir egal, als auch, keine Ahnung. Ich bin da so jemand, ich bin es aus der Formel 1 gewohnt. Lass die Leute guten Sport machen. Und es passt schon. Ungefähr so. Ich meine, schaut mal in die Formel 1. Sebastian Vettel zum Beispiel ist auch erst durch Red Bull in die Formel 1 gekommen. Wer würde ihn nicht gerne in der Formel 1 haben? Ich meine, klar, Red Bull ist auf dicken Profit aus.
Aber es kann ja dem Sport auch ziemlich gut tun und Red Bull hat in den letzten Jahren die Formel 1 ordentlich aufgewirbelt, vor allem 2010 bis 2013. Insofern, für mich steht der Sport im Vordergrund und letztes Jahr war halt Red Bull Leipzig spielerisch ziemlich gut und das ist halt das, was für mich zählt. So, klar, ich weiß, viele Leute haben eine andere Meinung und ich habe eine sehr unpopuläre. Viele Leute sehen da quasi das Thema Traditionsteams als zentrales Thema, aber wie gesagt, für mich muss der Sport stimmen. Und darüber kann man sich halt von mir aus gerne streiten. Aber da kenne ich mich auch nicht so gut aus und so toll, dass ich dann irgendwie das bewerten möchte, sondern man sieht es aber so ein bisschen anhand der letztjährigen Tabelle, dass da RB Leipzig halt schon ein bisschen was durcheinander gebracht hat. So, jetzt habe ich quasi die zweite Aussage, glaube ich, die so ein bisschen Hate mit sich ziehen wird für diese Folge. Oder die zweite Entscheidung, wenn man, also Entscheidung / Aussage. Oh, come on! Yes! Ich habe übrigens gerade so ein paar Torjubel freigeschaltet. Ach ja, jetzt skippe ich das Ganze wieder. Ich mach's am Ende des Spiels, werde ich die ersten zwei Tore auf jeden Fall nochmal zeigen. Für die Leute, die sagen, bitte skipp das nicht. Ich werde das auf jeden Fall nochmal in den Höhepunkt oder in der Halbzeit vielleicht sogar. Da lasse ich nochmal die Wiederholung laufen, keine Sorge. Wow, Neuer. Aber das Kapitel heißt Rückschlag. Also wenn wir quasi mit einem 2:0 als Rückschlag hier quasi reingehen, verstehe ich nicht ganz, was das soll. So, vielleicht mal ein neuer Torjubel. Oh Gott. Also ich kannte das eigentlich nicht so, dass man die ganzen Torjubel kaufen musste. Aber anscheinend muss man das machen. Also beziehungsweise kann ich mich nicht mehr daran richtig erinnern. Ist halt wahrscheinlich immer am Anfang der jeweiligen FIFA-Spiele, dass man das macht. Ist halt jetzt auch ein gutes Jahr natürlich her. Oh, sollte eigentlich nicht an Robben gehen, aber der spielt hier wahnsinnig gut. So, komm schon, jetzt irgendein anderer Jubel mal. Ja gut, den kennen wir ja auch schon. Okay, den schauen wir uns jetzt an. Die ersten drei werden dann wiederholt. Das ist aber auch viel zu viel gerade. Hat sich das Spiel automatisch umgestellt oder so? Aber das ist halt der Unterschied zwischen LA Galaxy und, naja, Bayern München halt, ne? Halt echt heftig. Oh Mann. Derweil habe ich mir noch so ein paar Gedanken gemacht, wie es nach The Journey weitergehen soll. Ich habe ja mal so ein bisschen eine Karriere angeteased, aber habe ja gesagt, dass ich da nicht unbedingt eine geschnittene Karriere haben möchte, weil sich das irgendwie komisch anfühlt, wenn man ein paar Spiele macht, quasi nichts dazu kommentiert und das quasi alles so im Nachhinein kommentiert und ja, weiß nicht, da kommt halt, finde ich, nicht so die Emotion rüber. Man merkt es ja, bei FIFA werde ich, obwohl ich sage, naja, quasi die Vereine sind mir größtenteils egal, da werde sogar ich emotional. Oh nein! Ja, sowas kann man sich ja bei einer 4:0-Führung leisten. Trotzdem, vielleicht sollten wir darauf hinarbeiten, mit Alex Hunter auch noch ein Tor zu machen. Nee, aber bei mir ist es halt so, dass ich mir trotzdem meine Gedanken mache. So, soll ich dann quasi eine Let's-Play-Karriere machen? Soll ich vielleicht live kommentieren und das dann zusammenschneiden, was ich aber dann ein bisschen unpassend immer finde? Weil es sich manchmal sehr komisch dann wahrscheinlich anfühlt. Oh. Ja, komm, also. Das war ein safer Elfmeter eigentlich. Ja.
Also wie macht man das? Soll ich da mit der Karriere weitermachen? Oder soll ich vielleicht sogar online quasi so ein Format machen, Road to Division 1, und dann versuchen, immer ein bisschen besser und besser zu werden, und dann gucken wir mal, in welche Liga wir kommen. Und das könnte man ja auch als kleines Format machen. Also die trauen sich im 16er schon viel, ne? Die Gegner. Ja, Bayern in dieser Saison aber grundsätzlich eh nicht so stark bis jetzt aufgetreten. Insofern, das Spielszenario ist gar nicht mal so unrealistisch. Dahingehend, dass man nur Dritter ist. Ah, Mann, ey. Ja, vielleicht kommt da wirklich ein junger 18-Jähriger in der zweiten Saisonhälfte oder kurz vor Schluss der Saison und rettet das Team und macht es nochmal zum Meister. Nichts gegen Bayern München, aber ein bisschen Abwechslung würde da auch mal gut tun. Mann, ey, was war das denn? Irgendwas war da ganz komisch gerade. Ich weiß jetzt selbst nicht, ob ich die falsche Taste gedrückt habe oder ob das Spiel irgendwas falsch registriert hat oder keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall nochmal Glück gehabt. Ja, schön. Wir probieren es aus allen Lagen. Wir können es uns leisten. Attack-Heuer-Werbung gibt es aber auch mittlerweile echt überall, ne? Sowohl in-game als auch im Sport. Sponsert, glaube ich, ja auch die Formel 1. Wobei, ich bin mir gerade gar nicht sicher. War ja sehr lange Rolex. Ich müsste das nochmal nachschauen. Auf jeden Fall, naja, Tag Heuer und Rolex, die sind da mit dabei. Tag Heuer auf jeden Fall bei Red Bull am Start. Ja, 10 zu 3 Schüsse, das ist schon ziemlich deutlich und können wir... Nein, wir können die Highlights noch nicht sehen. Dann zum Ende des Spiels hin. Wir müssen nur dafür sorgen, dass wir nicht mehr als 10 Tore schießen. Oder wie viele Highlights gibt es am Ende des Spiels immer? Denn sonst könnte es sein, dass die ersten Tore rausfliegen aus den Highlights. Und für die zweite Hälfte... Huiuiuiui. Direkt mal einen frischen Mann. Eieieiei, das war ziemlich schön. Eine glatte 10-0 bei Alex. Ach, schade. Da hätte ich nur den Steilpass spielen müssen und dann wären wir durch. Spieler im Fokus, Robben. Ja, ich würde sagen, bei einem neuen Transferzugang, da wäre es auf jeden Fall Alex Hunter, aber gut. Wenn du meinst, Spiel... Ja, komm. Ja, schade. War der Verteidiger gerade so noch dazwischen. Jawohl. Schön. Da haben wir auch unser Tor mit Hunter. Ja, super. Und ein neuer Torjubel. So langsam wird es echt ein bisschen lächerlich. Aber gut, bei Bayern ist das tatsächlich nicht so unwahrscheinlich. Also insofern, es könnte natürlich der Schwierigkeitsgrad sein, der hier ja, das Ganze so ein bisschen... Also vielleicht ist durch das neue Update ein neuer Schwierigkeitsgrad dazu gekommen. Aber das glaube ich halt auch nicht. Bei Bayern ist es halt auch nicht so unwahrscheinlich, dass die einfach so mega krass unterwegs sind.
Okay, keine Ahnung, was das für ein Torjubel war, aber gut. Na gut, jetzt skippe ich. Egal, wir lassen am Ende nochmal alle Tore durchlaufen. So. Eieieiei. Es ist echt ungewohnt. Vor allem, wenn man zwischendurch mit dem Kumpel nochmal FIFA gespielt hat. Und dann schön eine Runde alle Tore skippt. Klar. Man möchte sich ja auch nicht auf den Sack gehen. Ja, Leute. Ist jetzt irgendwann mal gut, ne? Und endlich sieht's der Schiri auch mal. Sehr schöner Einsatz hier. Gucken wir auf jeden Fall nochmal nach dem Spiel rein. Vielleicht können wir dann tatsächlich auch mal auf Weltklasse gehen, weil, seien wir mal ehrlich, wir sind mit Bayern München unterwegs. Das ist halt schon eine ziemlich starke Mannschaft. Ja, komm schon. Also, wir haben halt wirklich den Ball gehabt als Keeper. 2 Tore. Wir haben den Ball als Keeper gehabt. Das geht doch schon. Schade. Na, immerhin der Einwurf. Er hätte auch ruhig zu Hunter spielen können. Oh! Mann, war der knapp. Spiel früher ab. Wir haben gerade erst den Ball bekommen. War halt nur ein etwas blöder Pass, also eine etwas blöde Position der Pass gespielt, aus der Alex halt nicht so viel machen konnte. Ja, direkt auf 9,6 runter. Leute, was ist denn los mit euch? Ja, hast einen Fehlpass gespielt, hast einmal den Ball verloren, kriegst direkt 9,6 reingedrückt. Na, Mann. Nicht gut. Alles klar. Da probiert der Computer hier die Bugs auszunutzen, die es in FIFA 11 oder so gab. Wo man ja direkt nach dem Anstoß einfach nur einen Lupfer spielen musste. Und dann gab es ein Tor. Relativ häufig zumindest. War es FIFA 11 oder FIFA 09? Ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich nur noch mal an eine Partie, als ich mit einem Kumpel gezockt habe. Oh, sorry. Ja. Ja, das war ein bisschen blöd. Mann, die richtige Ecke hatten wir auf jeden Fall. Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall an eine Partie, wo ich 3:3 mit einem Kumpel gespielt habe. Und ich habe, glaube ich, alle 3 Tore so geschossen. Direkt nach dem Anstoß halt den Lupfer gemacht. Und ja, der war dann schon ein bisschen wütend.
Ja, Alex, lauf doch mal nach vorn, Mensch. Hat der Trainer doch gesagt, führe deine Rolle aus. Das war so ein lascher Pass, also... Schade, 9,5 sogar am Ende nur. Also das hätte gut und gerne eine 10-0 sein können, aber... Ja, ganz, ganz komisch. Gut, wir werden ausgepfiffen, natürlich, aber das ist auch gut so. Zeigt, wie gut wir sind. Auch wenn wir hier leider nicht 2 Tore geschossen haben. Ja, ich habe die ganze Zeit versucht, das zweite Tor zu machen, aber ihr habt es ja gesehen, die KI von Alex, die war so ein bisschen, naja, ausgepowert vielleicht, könnte man sagen. So, und wir schauen uns hier bei den Höhepunkten nochmal alle an. So, hier haben wir das 1-0, glaube ich. Ich gehe lieber über die Höhepunkte rein. So, das 1-0, auf geht's. Das 2-0. War sogar relativ knapp, dass der Keeper den Ball noch gehabt hätte. Ja, also in der ersten Halbzeit lief es echt super. In der zweiten wurde es dann ein bisschen blöd. Ja, das war halt ein Hammer-Tor von Robben. Sah so ein bisschen aus wie das WM-Tor von Mario Götze. Auch sehr, sehr schön. Und hier nochmal Robben. Ja, wo der einfach ein unfassbar hohes Tempo an den Tag legt. Also das war halt echt krass. Und danach ging irgendwie nicht mehr so viel. Außer halt der Elfmeter. Na, einfach drunter durch, war sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Aber hey, 6-1, ich glaube damit kann, oder 5-1, 6-1 glaube ich, Bayern kann damit, denke ich mal, zufrieden sein. Ihre Leistung war aus meiner Sicht das Highlight. Wollten Sie etwas beweisen? Ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Es freut mich beim Trainer fürs Vertrauen, mich beim Trainer fürs Vertrauen bedankt zu haben. Ich muss kein Zeichen setzen. Ja, das kann aber eigentlich auch als kühle Antwort gewertet werden. So, naja, ich muss halt nichts beweisen. Beweisen muss ich hier gar nichts. Ich freue mich, dem Team beim Debüt geholfen zu haben. Ehrlich, diese Frage ist äußerst provokant, Mann. Nein, überhaupt nicht. Das war's. Okay, das ist irgendwie ein bisschen eskaliert. Also, für mich wirkte diese Antwort so ein bisschen wie, naja, beweisen muss ich nichts. Ich meine... Ich bin hier, um gut Fußball zu spielen. So, da muss man nichts beweisen. Da muss man einfach nur gut Fußball spielen. Ja, war tatsächlich ein 6-1. Ordentlich. Ja, und damit haben wir unseren ersten Sieg in der Bundesliga geholt. Ach, stimmt halt schon, ne? Alex Hunter springt quasi von Verein zu Verein. Und das wirklich fast durchgehend. Und was die Tabelle angeht... Ja, okay, wir steigen quasi zur... Okay, mal die gesamte Tabelle beobachten. Wir steigen quasi zur Mitte der Saison ein, alles klar. Ach stimmt, ich wollte ja nochmal die Schwierigkeit nachchecken. Ich habe auf jeden Fall nichts umgestellt. Ihr seht, das Spiel hat auch nichts umgestellt. Gucken wir mal, wie das nächste Spiel verläuft und dann können wir gerne nochmal den Schwierigkeitsgrad überdenken. Ah ja, Alex. Wie läuft es so, Dino? Ach Alex, alle unzufrieden. Der Chef, die Fans, Spieler. Das Aus im Europacup. Der Rückstand in der Liga, der Druck lastet auf mir. Wir müssen das dringend ändern. Ich werde alles tun, um dir zu helfen, Dino. Der Vorstand hat das Budget freigegeben, um einen neuen Topstar an Bord zu holen. Konkurrenz belebt das Geschäft? Ja, stimmt, aber dem Vorstand geht es in diesem Fall nicht um Konkurrenz. Hier geht es um ein Duo im Sturm.
Und du bist ein Teil dieses Sturmduos. Cool. Genau deshalb habe ich dich gerufen. Ich brauche deine Meinung, wer für dich der optimale Partner sein könnte. Um wen geht es denn bitte? Bitte glaub mir, es geht um ein Top-Talent. Okay. Müller, Griezmann. Okay, Moment. Verbuche zusammen mit Müller Tore oder Vorlagen. Gib die Vorlage zu Griezmann Toren. Gib die Vorlage. Erziele Tore nach Dele-Vorlagen. Okay. Also. Das ist ja eigentlich kein Wechsel. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig gewählt vom Spiel, weil. Also, wenn wir jetzt auch zu Atletico gegangen wären, dann würde das ja auch keinen Sinn machen. Ja, also ich muss sagen, der Bub ist auch so ziemlich sympathisch immer. Sehr lustig drauf. Auf geht's. Das spricht doch eigentlich alles für Müller. Torgefahr pur, Dino. Mehr geht einfach nicht. Genau das hatte ich erwartet und ich sehe es genauso. Thomas ist wirklich Weltklasse. Der Boss wird sich sicher darüber freuen. Ja, vor allem, weil der keine Kohle ausgeben muss. Ist doch klar. Ja, wäre aber natürlich ganz lustig gewesen, so einen Griezmann oder so zu haben. Oh, aber. Dino? Alex? Ich verdanke es dir, dass ich hier bin. Danke. Keine Sorge, bis bald wieder da. Ja, so ein Griezmann natürlich, der wäre natürlich auch ziemlich interessant gewesen, aber ja, was will man da machen? Was haben wir hier eigentlich? Sturmpartner. Die einzelnen Sturmpartner haben unterschiedliche Spielstile, Fähigkeiten und Ziele. Arbeite gut mit dem Sturmpartner zusammen, um die Partnerschaftswertung zu verbessern. Bei einer hohen Partnerschaftswertung steigen Alex' Followerzahlen und seine Trainerbewertung. Bei einer hohen Partnerschaftsbewertung erhält Alex außerdem auch ein Attributewachstum, sodass er sich schneller verbessern kann. Ja, von Teamkollegen zu Partnern, Sturmduo und zur Telepathie. Auch sehr, sehr geil. Ja, das ist schon ziemlich cool gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also hier kommt schon einiges hinzu, was bei FIFA 17 noch nicht drin war im Journey-Modus. Finde ich sehr cool. Und hier... Ach, verbuche zusammen mit Müller ein Tor als Schütze oder Passgeber. Okay, gut. Das werden wir definitiv mal versuchen. Ansonsten, Müller hat uns in einem Posting erwähnt. Alexander und ich werden bei Bayern dieses Jahr einiges erreichen. Bist du bereit? So, ansonsten scheinen alle ziemlich einverstanden damit zu sein. Oh, das Artwork sieht ja richtig geil aus. Das sieht ja richtig, richtig fett aus. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich herzlich fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Wir haben heute eine sehr, sehr deutliche Partie gehabt gegen Hoffenheim. Und mal schauen, wie es beim nächsten Mal läuft. Ich freue mich auf euch, wenn ihr dann beim nächsten Mal ebenfalls am Start seid. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann im Jahre 2018 wieder, zumindest in-game. Macht's gut!